Es ist vorbei. Du wurdest enttarnt. Jetzt macht mal halblang. Erst Oberarme hoch und dann entscheiden wir hier. Aber wenn sie es nicht macht, dann hau der Alten den Kopf ab. Sie. Meine Güte. Sie zieht ihr Lederkettenhemd aus, also Lederrüstungkettenhemd zieht sie aus und ihr könnt sehen, hinter der Unterkleidung bzw. auf dem Oberarm könnt ihr eine Tätowierung erkennen. Und zwar einen, wahrscheinlich ein Schild oder so etwas mit vier Beilklingen. Ja, sieht auf jeden Fall Torvalsch aus. Ronga, Heraldikprobe. Könnte Ardo auch würfeln. Ich schau mal, ob ich Heraldik habe. Heraldik, das hört sich jetzt nicht nach einem Talent an, das ich haben würde. Ja, ich habe Heraldik 2. Haha, ich hab's geschafft. Ah, doch, ich hab Heraldik, krass. Wow. Wow, was ist los bei uns? Ronga, du erkennst es. Und zwar erinnerst du dich zurück an deine Begegnung mit der Bestie vom Roten Wald. Damals hattest du schon gehört von Torvalern, die im Moor leben sollen, die Aaskrähen. Wilde Piraten. Ich kenn's wahrscheinlich von den Steckbriefen, oder? Ja. Habt ihr Aaskrähen gesehen, als ihr damals bei der Baronin vorgesprochen hattet, als ihr den Auftrag angenommen habt und dann in den Roten Wald gegangen seid? Ronga, das kennen wir doch. Ja, ich nick dir zu. So, gute Dame, ich würde euch jetzt bitten, langsam den Gürtel zu öffnen und den Waffengurt abzulegen. Ihr könnt ihn sowieso nicht aufhalten. Spielt keine Rolle, was ihr mit mir macht. Von mir aus, trotz alledem, Waffengurt bitte ablegen und danach kümmern wir uns um alles andere. Ja, sie öffnet ihren Gürtel. Und währenddessen könnt ihr sehen, wie Mendarion wieder zurückkommt. Habe ich eine Nachricht gefunden? Von der Krähe keine Spur, aber du hast ein Pergament auf Leder geschrieben, hast du etwas gefunden. Du kannst auch selber nicht lesen, das sind nicht haldingsche Symbole, aber irgendeine Nachricht wusstest du. Ich kann nicht mal Kuslicker lesen. Ja, also es ist nicht haldingsche Symbole. Menarin steht da, er hatte offensichtlich eine Nachricht so leicht geknittert in der Hand. Gute Nachrichten, die Krähe lebt noch. Krähe? Ja, ich weiß nicht, ob ich sie nicht erwischt habe, aber sie war nicht mehr dort. Komm mal her, Mendarion. Ja, komm dann ran. Oh, ach ja, und das hier hab ich da gefunden, wo sie eigentlich hätte sein müssen. Ja, ich schau's mir an, kann's nicht lesen. Ronga, kannst du das hier lesen? Ich kann gar nicht lesen. Kann irgendjemand das hier lesen? Zeig einmal her, ich bin des Lesens kundig. Oh, ich kann das nicht lesen. Das ist keine mittelreichische Schrift. Sag mal her, vielleicht ist es Dulamidia. Nun, was da auch immer steht, wahrscheinlich etwas, was sie hier herausgefunden hat. Der andere Transport. Na gut, auf jeden Fall, ich denke, der Fall wäre klar. Warum habt ihr kein Hemd an? Ist euch nicht kalt? Möchtet ihr meinen Mantel haben? Das könnt ihr wieder anziehen. Ihr könnt auf dem Zettel, die Information selber könnt ihr nicht sehen, aber es gibt eine Namensglyphe, die ihr wohl identifizieren könnt, denn Namen werden dann in fast jeder Schrift gleich geschrieben. Iskir Ingibshion. Ach, fucking hell. Sorry. Sagt uns dieser Name irgendwas? Nein. Irgendein Torwalscher Name. Kann ich Gassenwissen würfeln? Nee, Sagen und Legenden wäre das, aber... Wenn du kein Torwaler bist, kennst du den nicht. Nee. Also der ist nicht bekannt. Also irgendein Iskir gibt's ja schon und der Rest der Nachricht ist. Götter und Kote geht auch nicht? Nee, sagen wir Legenden. Okay. Das muss ein Name sein. Ist der das, von dem ihr redet? Alma? Nun, wenn ihr so schlau seid, dann werdet ihr das sicherlich auch herausfinden, bei Swafnir. Sprich. Doch, entweder du sprichst jetzt oder... Aber ich keine Lust mehr. Jetzt sprich oder wir breiten andere Wege ein. Oder ich. Es spielt keine Rolle, ob ich spreche oder nicht. Ja doch, also wir könnten dich vorsichtig fesseln und dir immer Speis und Trank geben, während wir nach Gareth ziehen. Oder wir müssten ungemütlich werden und... Initiative. Muss mal beide... Sie umwandeln. Ja, sie ist maximal orientiert und greift zu ihrer Axt, die am Boden liegt. Attacke. Jo.
Bin ich auch maximal orientiert? Ich meine, ich stehe die ganze Zeit mit dem Schwert vor ihr. Boah, ja. Zumindest die beiden Bewaffneten sollten das sein, oder? Ja, das ist okay. Kasim war gerade am Lesen. Ist okay. Also sie hat ihren Gurt runtergelassen und würde jetzt dementsprechend schnell ziehend ihre Waffe vom Boden greifen und möchte dann weglaufen. Allerdings steht Ronga in ihrem Rücken. Minus 5 könntest du. Ach, also sie darf ein paar Schritt laufen, dann gebe ich ihr den Sturmangriff in den Rücken. Okay. Was für eine Ini hat sie? Sie ist bei 24. Sie hat vorgezogen, erste Aktion und greift ihre Waffe. Wie ist ihre Ini-Basis? 18. Wie ist ihre Gewandtheit? Keine Ahnung. Okay. Aru, was tust du? Waffe ziehen. Wurfmesser ziehen. Wurfmesser ziehen. Nächste Aktion? Werfen. Alles klar. Wurf. Nicht getroffen. Ich möchte vorziehen. Ja. Venarion wird sich erstmal erschrecken, Satz zurückmachen und einen Blitz loslassen. Blitz, ich finde. Ja. Alles klar. Keine Sorge, ich hab den nur auf 19. Gar nicht so gut. Du schmilzt durch ihre Verteidigung durch wie, ja, die Menschen würden sagen Butter. Und du merkst, dass du sie ins Licht geschickt hast. Dann nach der 12 Ritter Travigor. Stopp. Ins Licht geschickt ist nach meiner dafür halt, jemanden umzubringen. Ja, also nein, du hast sie blind gemacht, ja. Okay, danke. Beide Augen zudrücken. Ich zieh meine Waffe. Du ziehst deine Waffe. Hast du schnell ziehen? Nö. Gut, dann nächster, Ronga. Ah nee, das war die Attacke. Nee. Kasim darf. Sie steht jetzt mit gezogener Waffe vor mir, oder? Sie steht mit gezogener Waffe vor dir, ja. Allerdings ungefähr 5 Schritt von dir entfernt. 3, 2. Hinrennen und die zweite Aktion ist dann Attacke. Alles klar, Aktion Position, nächste Attacke, hau rein. Denk dran, dass die Attacke am 4 erschwert ist, weil du dich positioniert hast. I know. Bewegung, nicht Position. Ja, stimmt, dir muss ich sowas nicht sagen, aber Gewohnheiten. Och, Leute. War kein Sturmangriff. Nee, schipp ich noch nicht. Nee. War kein Sturmangriff, sonst hätte ich dir voll eins in die Fresse gehauen. Ja. Ich könnte das tatsächlich auch sehen. Ich könnte dir. Ja, doch, weißt du was? Ich baller dir jetzt richtig eins in die Fresse. Ich guck gerade mal nach. Ihre Ini ist gesunken. Sie darf nicht mehr umwandeln. So. Und Kasim hat nicht vorgezogen. Das heißt, sie hätte vor Kasim agieren müssen. Nee, du hast recht. Ja. Jetzt ist sie blind. Ich war eben gerade noch bei der 24. Du mir so, als wärst du schon am Rennen? Nee. Nee? Okay. Nee. Okay, du stehst vor ihr, aber... Ja, wir machen aber weiter. Der Söldner Leonidas ist jetzt auch im Kampf. 16. Ja, ich ziehe meine Waffe, aber ich habe schnell ziehen. Okay, dann dauert das. 2 Aktionen. Und ich muss gerade gucken. Ich gehe auf sie zu. Leonidas, Mendarion hatte vorgezogen. Ich habe noch eine Aktion. Ja, willst du noch deine Aktion machen? Ich glaube, Mendarion wird sich hinter Travigor klemmen erstmal. Sein Speerlicht irgendwo auf der anderen Seite des Wagens, den trägt er nicht dauernd mit sich rum. Gut. Und darf er erstmal verbleiben. Ja, ich benutze noch freie Aktion, gehe einen Schritt und damit könnte Ronga quasi die Flucht erkennen und in den Rücken Sturm angreifen. Ja, kriegt der Attacke schon ausgewürfelt, Schaden schon ausgewürfelt, fehlt nur Trefferzone. So, warte kurz. Attacke mit dem Undertail Panda. 19 gewürfelt mit einer plus 1. Sturmangriff ist eine plus 4. Genau, mit einer 5er Erleichterung durch Rücken. Ja, den würfelt mir vorher eine Körperbeherrschungsprobe. Und die ist erschwert um 3 Punkte, weil es regnet. Jetzt nicht noch eine Erleichterung auf die Angriffsprobe, weil ihr wieder Überzahl seid mit Kasim? Jetzt ja, das stimmt, aber ansonsten mit dem Regen sind laut Wege der Entdecker keine Sturmangriffe möglich, wenn man keine Körperbeherrschungsprobe schafft. Bin ich cool. Okay, nicht geschafft. Du rutschst aus und rutscht ihr hinten rein. Ein misslungener Sturmangriff provoziert immer einen Passierschlag. Korrekt, den werde ich jetzt auch ausführen. Der ist halt so böse erschwert. Und sie schafft es nicht. Sie versucht sich umzudrehen, taumelt so ein bisschen weg. Ronga schlittert ihr hinterher. Sie streift noch kurz deinen Stiefel, bleibt aber an der Metallsohle an der Spitze hängen und es klirrt einmal. Ist ja kein Wunder. Nächstes Wurfmesser. 14. Ja. Ich glaube, ihr könnt sie umbringen. Sie ist geblitzt. Sie hat keine Möglichkeiten mehr. Sie wird auch einfach nur versuchen, mit der Waffe zu rennen. Ich glaube, wenn sie irgendwie zu Boden geht und nicht
unbedingt sofort tot aussieht, möchte ich irgendwie anschreien. Ja, ich glaube, die wird jetzt totgekloppt. Ja, ziemlich sicher. Also, ja, wenn jetzt, wenn jetzt von allen Seiten, ich glaube nicht, dass dann noch eine Befragung zulässig ist. Vielleicht, ja, ja, auch, das, vielleicht war das auch ihr Ziel. Und Mendarion wird irgendwie zumindest sich an Travigor klammern, wenn die jetzt alle auf sie losrennen. Aber müssen wir sie denn umbringen? Und dann Travigor würde auch halblaut protestieren. Freunde, lasst noch was von ihr übrig. Tut das nicht. Ja, das Eisschwert von Kasim hackt ihr den Arm ab. Ein gezielter Stich von Ronga in den Rücken mit dem Anderthalbänder. Ihre Brust wird durchbrochen. Du kannst auch das rote, glitzernde Metall erkennen. Und dann hiebt auch Leonie das zu. Ha. Aber, ja. aber... Und ich wende mich direkt davon ab und gehe zurück zu der Kurzschutzkiste. Nicht ganz das, was ich erhofft habe. Also ohne was zu sagen, wirklich. Aber hey, Musste die sie denn umbringen? Sie war doch schon am Rennen. Ja. Eben. Ja. Aber sie durfte ja auch nicht ankommen, wo sie hingerannt ist. Ja, aber hättet ihr sie dann nicht umwerfen und festbinden können? Und dann hinterher freilassen? Sie hat euch doch nichts, also uns doch nichts getan. Wäre besser gewesen. Hat halt nicht geklappt. Ja, das, ich meine, sie hätte ihr Messer nicht rausholen sollen, aber ansonsten? Also, wir haben... wäre doch nur verdammt... Wo ist unser Swafnir-Geweihte, wenn wir ihn mal brauchen? Der könnte doch den Scheiß sicher lesen. Ja, also in Red wird es bestimmt jemand geben, der das entziffern kann. Ja, wird jetzt zu spät sein. Sag mal, Kasim, könnt ihr irgendwie diese Prioten erreichen... Mit irgendeinem Zaubergedöns? Ich könnte... Theoretisch könnte ich einen Elementar herbeirufen und ihm eine Nachricht mitgeben. Das Problem ist nur... Ich glaube nicht, dass die so gut auf Elementare zu sprechen sind und sie dies. Könnten sich missverstehen. Eben dies. Oh, soll ich vielleicht für euch hinfliegen? Ich glaube, die fühlen sich durch beiden provoziert. Oh, na gut. Ich dachte mir, wenn euer Yama keine Flügel hat, könntet ihr ja dann sehr langsam sein damit. Ich rufe vom Wagen. Ist jetzt meine Schicht angefangen? Ja, wir haben die nächste Woche. Aber warte noch kurz, ich muss noch schnell was erledigen. Dann gehe ich zu der Leiche hin, ziehe den Dolch. Ich achte darauf, dass Mentario nicht unbedingt hinschaut. Und Travigor vor allem. Ja, du versuchst es zumindest, stichst deinen Dolch in den Oberarm, versuchst die Tätowierung, diesen Aasgrenschild rauszuschneiden. Und während du das tust, kannst du sehen, wie daraus eine kleine schwarze Wolke explodiert, die kurz Form annimmt und flatternd als Aaskrähe vor dir verharrt. Es gibt keine Nachricht und dann flattert sie los. Kann ich das Ding abstechen, wenn es kurz vor mir verharrt? Initiative. Beziehungsweise, Intuitionsprobe. Sehe ich das auch? Geschafft. Du stichst mit einem Dolch zu und es vergeht. In einem Ball aus Rauch. Was war das denn? In ein Sicherungsmechanismus vermutlich. Kasim beobachtet die unmittelbare Umgebung jetzt weiter genau, ob es nicht noch weitere Möglichkeiten gibt. Also ob das nicht noch wieder aufsteht. Und hält sich bereit für einen verkürzten Frigofaxius. So, ja, haltet ihr euch bereit. Haltet Wache. Steht noch einmal in die Finsternis, in den Regen. Und verbringt dann die Nacht in den letzten paar Wachen. Ihr könnt die Nacht vom 3. auf den 4. Praios 1031 nach Bosporans Fall unter der Kutsche verbringen, die euch hier gereicht worden ist, beziehungsweise dieser kleine Wagen. Und der Regen prasselt stetig weiter. Das Wetter hat sich für den Hochsommer doch merklich verzogen. Vielleicht etwas zu unangenehm, vielleicht etwas zu spontan. Was möchtet ihr noch in der Nacht tun, außer schlafen und Wache halten? Ado? Ich werde die Nacht nutzen, um das Tattoo aus der Dame rauszuschneiden, das noch da ist. Das Ganze irgendwo einzuschlagen, sodass es sicher verstaut ist. Und dann werde ich anfangen, ein Loch zu buddeln. Vielleicht mag mir Mentarion dabei helfen, wenn er eh nicht schläft. Nein, wir versuchen zu schlafen. Ich würde gerne helfen. Gut. Jeder will schlafen. Dann kann Travigor kann helfen. Ja, ich finde die Nacht keine Ruhe mehr und helfe deshalb... ungewöhnlich still. Dann gibt es zumindest ein frühes Frühstück. Was möchte Kasim tun? Schlafen? Kasim haut sich dann in der letzten Wachephase zum Schlafen hin und ja, es ist halt
Inzwischen müsste es den anderen vermutlich komisch vorkommen, aber es scheint ihm einfach egal zu sein, dass er da gerade eine Frau abgemurkst hat. Leonidas? Ja, ich halte einfach Ausschau und guck mir mal hier und da mal an, was Ardo und Travi gerade vor sich treiben. Mendarion macht tatsächlich auch jetzt die Augen zu, wo die Gefahr gebannt ist. Ronga. Ja, man wurde ja zur Hundswache geweckt. Da kann ich jetzt auch noch die 2 Stunden schlafen. Ich leg mich auch hin. Ja, deine Wache war ja auch äußerst erfolgreich. Immerhin hast du die Torwärterin beschattet, die anderen geweckt, alles erfüllt. Travico kann die Leiche gemeinsam mit Ardo verbotteln. Mhm. Nun, schlimmer wäre es gewesen, wenn sie auch noch entkommen wäre, richtig? War nicht das beste Ergebnis, aber es hätte schlimmer sein können. Das war. Sie hätte nicht sterben müssen, aber sie hat selbst nach der Waffe gegriffen, dann war ihr Leben verwirkt. Richtig, richtig. Wir haben sie gewarnt. Wir hätten sie gefangen genommen und nach Garrett geschleppt und dort ein Praios gefälligen Gericht übergeben. Ganz genau. Aber so? Naja, man muss sagen, ich habe ihren Steckbrief gesehen, die sind wegen. Also, sagen wir so, es hat nicht die Falsche erwischt. Ja, ich hab Kasim auch gewarnt. Die hat uns auch angelogen, falls ihr es nicht gemerkt habt. Ich habe vorher mit den anderen mal drüber geredet, aber ich glaube, ich habe es nicht so ganz mitbekommen. Was hat sie gesagt? Ja, dass sie diese Torvala nicht kannte, aber das muss ja nicht heißen, dass sie unbedingt mit ihm in Bunde war, aber nun, ihr hattet ja mehr Beweise, richtig? Ganz genau. Die anderen wollten sie eigentlich sogar bedrohen und zusammenschlagen, bis sie sagt, was sie weiß, aber ich konnte sie davon abbringen und dachte mir, wir warten lieber, bis wir Beweise haben. Und naja, sie war dumm genug, sich selbst zu zeigen. Hm. Pack mal mit an. Ich glaube, das Loch ist tief genug. Also gut, vorsichtig. Ja. Ein paar Stunden später. Travigo hat ein kleines Feuerchen entzündet, als die Nacht dann vorbei ist, auch wenn es ein bisschen schwieriger ist mit dem ganzen Regen, dem Matsch, aber wenn es jemand hinbekommt, dann einen Ritter vom Herdfeuer. Auch wenn du nicht geweiht bist, aber der Spett schmuggelt in der Pfanne und so werdet ihr allesamt wach, auch wenn Ronga wieder etwas verkatert ist von dem schlechten Alkohol, den er sich wie immer besorgt hat. Mendarion wird noch so eine Stunde zum Aufwachen brauchen, er ist es nicht gewohnt aufzuwachen. Ich habe nachgedacht. Ihr habt ja doch geschlafen. Oh, ja. Ein wenig. Und jetzt fällt es euch schwer, wach werden zu wollen? Es ist ungewohnt. Aber es hilft einem dabei, sich auszuruhen. Nun, ich habe nachgedacht. Jemand will diese Kiste. Jemand, der nicht wir sind. Und jemand, davon der... Davon ist auszugehen, ja. Und jemand, der erblickt nochmal in die Richtung, in der gestern Abend noch der... Gott, ich wollte schon Gatongi sagen, nein, sorry. Der uns hier wohl zerstochen wurde. Und irgendjemand, der sich auch im seltsamen Zertaubra bedient. Aber ich wollte mir jetzt nicht abstechen, richtig? Nur weil ich ein Söldner bin? Ich bin auch selber Söldner, wieso sollte ich dich abstechen wollen? Sie hat, ich weiß ja nicht, was ihr euch abhielt. Nun ja, aber wenn sie doch wussten scheinbar, welchen Weg wir nehmen würden, sollten wir da nicht einen anderen Weg nehmen? Das ist eine sehr gute Idee, Mandarion. Das Problem ist, es gibt nicht so viele Wege. Die Brücke im Süden von Werheim ist, soweit ich weiß, abgebrochen. Die anderen nehmen schon den anderen Weg. Und wussten sie das wirklich? Also ich meine, ihr habt die Botschaft ja abgefangen, oder? Nichtsdestotrotz können wir fast davon ausgehen, dass sie uns oder den anderen irgendwo auflauern werden. Unabhängig, ob sie eine Botschaft bekommen oder nicht. Können wir die Kiste nicht einfach in den Fluss werfen und es dabei belassen? Da können sie sie auch nicht rausfischen. Ja, das geht auf keinen Fall. Ich wollte es gerade sagen. Überleg mal, Mendarion, wenn diese Kiste dämonisch pervertiert oder so ist und dann geht sie im Fluss auf, was würde das mit dem Fluss anrichten? Frage an den Spielleiter. Kann diese Kiste von einer respektive 2 Personen getragen werden oder ist die zu schwer? 4 Personen braucht ihr tatsächlich. Der Inhalt ist vielleicht gar nicht so sehr schwer, aber das Koschbasalt ist unglaublich schwer. Okay. Also es ist halt nicht ganz einen Meter lang. Du würdest sagen, man könnte eine Waffe reinstecken. Also ein großes, langes Schwert.
Ja, er schaudert ein wenig, als er den Plan irgendwie innerlich zu fassen scheint. Können wir nicht, was dort drin ist, hinausnehmen und das irgendwo verstecken und dann tun wir etwas anderes hinein? Und nein, dann lassen wir sie. Ja, wir sollen die nicht öffnen. Und dann lassen weiß, wir was sie. Da drin ist. Kiste stehlen und dann stoppen sie los? Eine Idee hätte ich noch. Wir könnten in Wehrheim mit Leomar vom Berg reden. Ich kenne ihn noch von der Schlacht am Lodern Leuchten. Heißt das nicht der Mann, dessen Name der andere Mann gesagt hat, der so unfreundlich zu euch war an der Brücke? Ja, genau der. Ich muss nicht wissen, was da drin ist, aber wir können seine Hilfe gebrauchen, dass er uns auf einen anderen Weg gibt, uns vielleicht eine andere Möglichkeit über die Derge gibt. Warte mal, Kasim, was würdest du sagen? Wir dürfen auf keinen Fall irgendjemandem von dieser Kiste erzählen. Genau, wir müssen nicht nur noch mehr Aufmerksamkeit und vor auf allem, der Kiste ziehen. Vor allem werde ich, und das meine ich ernst, mit allen Mitteln verhindern, dass wir tatsächlich rausfinden, ob etwas in dieser Kiste ist. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir nicht wissen, ob es die echte Kiste ist. Es ist schlimm genug, dass wir wissen, dass es eine zweite gibt. Wir hätten das nie erfahren dürfen. Aber warum ist das so wichtig? Wenn man uns gefangen nimmt und uns mit mächtiger Magie, naja, das Hirn weich kocht, sprichwörtlich, dann werden wir alles erzählen. Stimmt, daran habe ich jetzt nicht gedacht, aber ihr habt recht. Und wenn jemand mit mächtiger Magie, der sein Handwerk versteht, uns, naja, bearbeitet, dann erfährt der alles von uns. Unsere frühesten Kindheitserinnerungen, an die wir uns selbst nicht mehr erinnern können. Ferdinand. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir nicht wissen, ob es die echte Kiste ist. Und wenn jemand versucht, diese Kiste zu öffnen, dann werde ich ihn töten. Ihr könnt auch mal Wetterkunde würfeln. Vorhersage? Ja, Wettervorhersage, genau. Genau. Dann lasst uns doch über Windsböcke mit der Kettenfähre gehen. Ich dachte, wir wollten nicht da lang gehen, wo wir dachten, dass wir lang gehen würden. Doch, weil wir, also, ja, also lasst uns mal anders hingehen. Würden wir den Plan torpedieren. Und ich glaube, das wäre schlimmer, als wenn wir jetzt irgendetwas machen. Wir müssen über den Fluss. Das ist das Problem. Nun, dann gehen wir doch über den Fluss. Das hatten wir doch schon, Mendaria. Kasim zeigt auf den Wagen. Ich kann euch dabei helfen, wenn ihr denn genug wollt. Kannst du alleine die Kiste über den Fluss tragen? Aber dafür haben wir doch den Wagen. Kannst du den Wagen über den Fluss tragen? Aber natürlich. Ihr nicht? Man muss es nur wollen, oder? Genau. Ach, ich verstehe euch so langsam. Ich könnte versuchen, eine Eisbrücke zu bauen. Die würde immerhin sich selbst mit der Zeit auflösen. Das wäre aber sehr kraftintensiv. Und wenn jemand doch diese Kiste will, dann wird er doch vermutlich da warten, wo er weiß, dass wir lang müssen. Dann auch das ist Brücke. Richtig. Ja, dann sollten wir da nicht hingehen. Also eher hier... Kasim? Ja? Es zieht Nebel auf. Und es regnet. Kasim guckt verdammt. Sich um. Ja? Wie kann Nebel aufkommen, wenn es gleichzeitig regnet? Alle zum Kampf bereit machen. Gar nicht. Oh je. Das bedeutet etwas Schlechtes. Mendarion, pack dir deinen Bogen, stell dich auf die Kiste. Jo, gesagt, getan. Oder auf den Wagen. Ich klaue noch meinen Speer irgendwie auf den Wagen, dass der hier nicht liegen bleibt und dann schakka. Wer von uns ist der fähigste Kämpfer? Ich natürlich. Und ich würde sagen... Ich glaube Travik nur. Keine Ahnung, völlig egal. Um die Kutsche rum aufstellen. Kutsche unter den Wagen, los. Soll ich jetzt weiterfahren oder nicht? Nein, unter den Wagen. Unter den Wagen, das ist richtig. Banga. Aber... willst du, Kasim, nicht erstmal schauen, ob das magisch ist? Oder... Werde ich gleich. Meine, wenn es zum Kampf kommt, erlaubt ihr, dass ich euch verstärke? Mich verstärken? Muskeln. Wie genau? Muskeln, mehr Kraft. Ach, ich weiß, sprichwörtlich Bäume ausreißen können. Ja, gut, das danke. Das hat ein Magier schon mal bei mir gemacht. Wenn der Nebel dann auf tatsächlich... kommt der bis auf so 7-8 Schritt ran? Ja, umschließt euch vollständig. Oder Nebel
Zeit lassen. Das ist jetzt an dem Nebel so schlimm? Ich weiß nicht, was ihr habt. Habt ihr Angst im Nebel oder was? Ja, das ist nicht natürlich. Nebel und Regen treten für gewöhnlich nicht gleichzeitig. Ja, ich weiß, aber das muss doch nicht direkt ein Weltuntergang heißen. Frosty, was sagt mein Gefahreninstinkt? Spring dann. Dann werde ich jetzt einen Armatrutz wirken. Merkt ihr das? Er riecht nach nassem Gras. Ja, ich stelle mich mit Schwert gezogen hinter den Karren. Da sieben, würfel mal eine Mutprobe, Schreck statt 1. Kontrollschwierigkeit? Schreckgestalt 1. Ja. Ich glaube, er möchte ihn übernehmen. Ist immer erschwert um die Kontrollschwierigkeit, die Mutprobe. Ja, ist egal. Du siehst in dem Odem, der Nebel ist tatsächlich magisch und der Regen auch. Und du siehst bragueske Fratzen, aber sie sind anders. Und du würdest es übersetzen mit den Seelen von verdammten Ertrunkenen, die im Nebel sitzen und dich jetzt mit ihren Fratzen anstarren, mit ihren großen, von Wasser aufgeschwemmten Augen, mit ihrer Haut, die faserig herunterhängt und zerflossen ist. Ihr könnt, also die anderen können sehen, wie Kasim, seine Augen verfärben sich kurz weiß. Das kennt man schon, wenn er diesen Zauber zum Magiesehen anwendet. Und dann wird sein Gesicht noch blasser, als es eh schon ist, und er geht 2-3 Schritte zurück, bis er hinten gegen den Wagen stößt. Kann ich das mit einer Magiekundeprobe interpretieren? Ja, kannst du. Okay, warte. Ich erschwere sie mir um 1, weil ich alles, was ich tue, um 1 erschwert ist, weil Schreckgestalt. Das ist der W6 dafür, den habe ich schon gewürfelt. Ja. Ist es eine Wetterbeherrschung, allerdings unendlich alt, urtümlich und dämonisch pervertiert. Also bin ich mir sicher, dass ich nichts direkt mit meiner Wettermeisterschaft dagegen ausrichten kann, obwohl ich die sehr gut kann. Natürlich, du kannst dagegen angehen, aber die Art und Weise der Wettermeisterschaft ist von der Merkmalskenntnis anders. Sie scheint nicht zu deiner zu passen. Du kannst versuchen, okay, deine Matrix gegen die des Fremdzauberers zu wirken, klar.